Okay. Das war gut, aber es geht immer noch besser. Ihr grünen Trottel glaubt, ihr könnt es mit Bebop aufnehmen, ja? Da irrt ihr euch. Denn Bebop ist der Allerbeste. Und das kleine Schweinchen lief den ganzen langen Weg nach Hause. Ja, aber er hat was fallen gelassen. Was ist es, Don? Geld, und zwar jede Menge. Wer raubt denn eine Bank aus und lässt das Geld dann liegen? Kein Witz. Was man mit so viel Beute anstellen könnte. Hallo? Rupert's Pizzeria? Ja, ich möchte 2000 große Pizzas mit extra Käse und Pepperoni bestellen, dazu 5000 Portionen Grissini, alles zum Mitnehmen. Schon gut, Alter. Falsch verbunden. Ihr hattet recht, Sensei. Die Foot haben mit dem Anstieg der Verbrechen zu tun. Wir haben sie in ungewöhnlichem Terrain entdeckt. Dort operieren sie normalerweise nicht. Daran ist nichts gewöhnlich, Leo. Ja, wir erhalten von überall aus der Stadt Meldungen. Geht ziemlich ab. Mehr als gewöhnlich, meinst du? Yo, Maki! Ist die Pizza schon aufgewärmt oder was? Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Geduld, Alter. Ein Weiser sagt, Perfektion braucht Zeit. Es ist eine Mikrowelle, du Depp. Wenn Shredder wirklich einen Großangriff auf die Stadt plant, sind wir bereits im Nachteil. Wir müssen dieser Übermacht mit List und Tarnung entgegentreten. Und wir müssen weiter nachbohren, womit wir es denn genau zu tun haben. Ja, nachbohren und reinhauen. Apropos reinhauen, da ist sie. Jetzt wird gefordert, was das Zeug hält. Na endlich. Sieht toll aus, Mikey. Ich verhungere. So gut. Danke, mein Sohn. Ich sag doch, Perfektion. Ich bin ein Künstler. Der Pizza Michelangelo. Moment mal. Okay, Jungs, gehen wir. Wir müssen Bösewichte jagen. Du kannst später mehr Pizza essen, Mikey. Mehr? Vater? Ein Weiser sagt, wer döst, verliert. Mann, ich hasse diese Weisen. Okay, wer ist der Nächste? Der Wahnsinn seinen Lauf nehmen. Alter! Das ist ein U-Bahn-Schaltkasten. Wenn das die Foot waren, dann nicht mit konventionellen Waffen. Ein Schwert macht einfach keinen solchen Schaden. April, kannst du das sehen? Ja, und ich erhalte Meldungen.
sind Schaltkästen im ganzen U-Bahn-System. Da will jemand unbedingt, dass die Züge außer Kontrolle geraten. Also gut, Jungs. Dann an die Arbeit. Ja, Arbeit.